Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es geht um den da, um Teddy. Richtig. Und wann geht's los? Nach dem Intro. So, jetzt stehen wir hier. Und hier in der Mitte des Fahrzeugs. Und jetzt muss ich mal fragen, sag mal, was hast du denn eigentlich für ein Problem hier in dem Fahrzeug? Ja, unser Kühlschrank funktionierte nicht. Irgendwann habe ich mal den Strom eingesteckt und auf Automatik stehen. Und es kam nur über Gas. Er lief nur über Gas. Also das heißt, du hast auch eine Fehlermeldung gehabt? Ich hatte dann auch eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung hat dann ergeben, dass der Heizstab des Kühlschranks auf 230 Volt defekt war. Und den haben wir dann im Internet bestellt und haben den dann ausgetauscht. Okay, super. Also, wie ihr die Fehlermeldung rauskriegen könnt, es gibt so ein kleines, ein kleines Dokument, das stellen wir auf unserer Webseite zur Verfügung, ist im Link unter diesem Video. Dieses Bedienfeld hier oben hat eine bestimmte Funktion, dass das dementsprechend blinken kann oder beziehungsweise bestimmte Fehlercodes dadurch zeigen kann. Das kann man mit einem bestimmten Tastendruck machen. Das steht alles in dieser Beschreibung von dieser Anleitung drin, wenn denn mal irgendwas nicht funktioniert. Und wir haben jetzt sozusagen, ihr seht jetzt den Ausbau, wie wir den Stab wechseln. Ist nämlich auch keine große Sache. Und wenn wir fertig sind, ja, dann sollte das erledigt sein und dann sollte der Kühlschrank wieder laufen. So, zum Ausbau des Kühlschranks, das ist natürlich das Ding, um diese Stäbe dann zu wechseln, müssen wir natürlich erstmal diese beiden Klappen aufmachen. Und als allererstes gibt es hier unten eine Versorgungsklappe und dort fangen wir jetzt erstmal an, alle Anschlüsse zu lösen, natürlich stromlos zu machen und so weiter und so fort. Gasanschluss abklemmen. Und dann müssen wir von innen die Schrauben lösen, damit wir den Kühlschrank rauskriegen. Und natürlich, bevor wir anfangen, wird das Gas gerade abgedreht und dann werde ich das Gas hier entlassen aus dem Gaskocher, bis nichts mehr da ist. Natürlich auch, indem wir das Gas dann im Prinzip anmachen und dann auch zünden. Gut, jetzt ist kein Strom an. So. Dann sieht man am besten, wenn die Flamme ausgeht, dass es dann halt dementsprechend das Gas leer ist. Muss auch so lange warten. Das dauert dann einen Moment. Wenn es schneller gehen soll, dann kann man natürlich auch alle drei Platten anmachen. So, das ist der Rest. Relativ einfacher Prozess. Gasleitung abgeklemmt, Stromleitung abgeklemmt und das ist die 12 Volt und Steuerungsleitung. Da hängt dann hier an der Seite noch das Kabel. Ja, jetzt müssen wir von innen gucken, dass wir die Schrauben aus der Seite rauskriegen und dann müsste der Kühlschrank nach vorne rausgehen. So, ihr habt jetzt hier sozusagen drei so eine, auf jeder Seite drei so eine so Löcher. Da sind dann Kappen drauf, die müssen abgenommen werden. Und ihr müsst gucken, ihr seht, das ist relativ lang, das heißt, ihr müsst da relativ weit rein, ihr müsst also ein bisschen längeren Torx-Schraubendreher haben, da müsst ihr drauf achten. So, wie ihr seht, jetzt ist das Ding im Prinzip kann man das nach vorne rausholen, das ist ein bisschen frickelig, man kann auch mit Hilfe des anderen, der kann von hinten mal ein bisschen drücken, aufpassen, hier oben kann er sich schnell verkanten, wir mussten noch mal ein kleines Stückchen zurück, aber das geht dann auch relativ einfach. Jetzt muss er ganz raus und wir stellen uns den hier in Gang. So, wie man sehen kann, das Ding ist jetzt raus und da steht ein dickes, fettes Okay an dem Kühlschrank. Also ich will es mal so sagen, im Moment ist er nicht okay, aber wir versuchen ihn wieder in den Zustand natürlich zu bringen. Ja, ich kann euch mal einmal rumführen, dann seht ihr mal, wie das Ding aussieht. Ist jetzt halt nichts Besonderes, ist ein kleiner Kühlschrank. Und den kriegt man sehr schnell und einfach ausgebaut. So, hier hatten wir jetzt noch an der Stelle einen Kabelbinder, hier genauso. Also überall da, wo Kabelbinder sind, müssen natürlich wieder welche ran. Es geht dann hier unten ins Steuergerät. Also ihr könnt jetzt sozusagen dieses Gerät hier ein bisschen zusammendrücken und dann seht ihr hier so Widerhaken. Moin Männers! Moin! Und diese Widerhaken,
War nur der Nachbar, also nicht wundern. Und diese Widerhaken, die lösen sich dann, wenn man das zusammendrückt. Jo, dann hier unten noch eine Schraube lösen. An der Stelle hier. Das ist eine also es ist eine mit 7 sozusagen. Größe 7 braucht ein Schlüssel. Und dann seht ihr jetzt hier an der Seite, die im Prinzip einfach nur reingesteckt sind. Die sind da lose drinnen und die kann man dann da rausnehmen. Das werden wir jetzt rausfummeln und den neuen einfach wieder reinstecken. Ja, jetzt kann man das ganz gut sehen hier. Also dieser hier ist natürlich angelaufen, der ist schon heiß geworden. Und das ist genau das gleiche System sozusagen, genau der gleiche. Jetzt kommt der natürlich einfach wieder eingebaut, der neue. Und dann wollen wir hoffen, dass alles läuft. Alles wieder zusammenschrauben, dann nehme ich euch wieder mit. Auch das war jetzt keine große Sache. Ihr habt sozusagen euch hier gemerkt, wo die angeschlossen waren. Wir haben jetzt den Deckel einmal sauber gemacht, haben dann natürlich wieder draufgepackt, die Kabel hier wieder schön verlegt. Hier den Kabelbinder nicht vergessen, dort den Kabelbinder nicht vergessen. Und dann haben wir hier dafür gesorgt, dass diese Dinger wieder einrasten. Ich zeige euch das mal. Und zwar da an der Stelle. Wartet mal. Ein bisschen schärfer drehen. An der Stelle, die müssen wieder einrasten. Davon habt ihr 4 Stück auf dieser gesamten Bahn. Und hier unten ist noch die Schraube drin. Ja, also alles keine große Sache. Das kriegt man schon relativ gut hin. Ja. Und jetzt heißt das Ding wieder einbauen. So, Kühlschrank ist wieder drinne. Wir haben von der anderen Seite natürlich noch aufgepasst, dass die Stecker und so weiter alle nicht im Wege hängen. Jetzt habe ich die Schrauben hier alle schon wieder angezogen. Hier sind diese Kappen einfach wieder drauf. Also auch keine große Sache. Und dann heißt das gleich wieder Kühlschrank anschließen und dann wollen wir gucken, ob alles funktioniert. So, jetzt haben wir den Gasanschluss wieder fest. Den müssen wir natürlich gleich nochmal prüfen, ob der dicht ist. Strom 230 Volt, 12 Volt. Jetzt gehen wir rein und werden prüfen, ob es funktioniert. So, jetzt drehen wir mal das richtig auf 230 Volt und dann wollen wir mal gucken, ob er anfängt zu kühlen oder ob er uns wieder einen Fehler auswirft, weil das war das letzte Mal das Problem. Der Fehler, also blinken. So ist er ausgegangen, das ist gut, das hat er beim letzten Mal auch gemacht und dann ist er irgendwann mit Fehler aufgekommen. Und das hoffe ich, dass er das jetzt nicht macht. Ich glaube, beim letzten Mal hat er das dann irgendwann jetzt schon gemacht. Lass mal einen Moment laufen. Die blaue Lampe leuchtet noch. Genau, die hat das letzte Mal rot geblinkt. Hier an der Stelle. Wir haben das jetzt hier nochmal abgemacht mit so einem Spray sozusagen, so einem Blasenspray. Da ist nichts gewesen. Das ist alles trocken, also alles gut. Oder es bildet keine Blasen, also ist alles dicht. Ja, somit können wir uns auch sicher sein, dass hier alles wieder in Ordnung ist. Ja, Stefan, du hast anscheinend gerade richtig schön ausgelacht, wie du das gehört hast. Ja, ja. Obwohl du richtig gut hier Technik das gemacht hast. Ja, war keine große Sache, sagen wir es mal so. Also ich würde sagen, das können eine ganze Menge Leute. Wenn man so ein bisschen schon mal geschraubt hat, dann kriegt man das auch hin. So schwer war das nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du das erzählt hast. Was hat das denn gekostet? 40 Euro. Und was hätte es gekostet, Sitz, wenn du damit in die Werkstatt gefahren wärst? Ja, da haben wir nämlich jemanden auf dem Campingplatz schon mal oder auf dem Stellplatz gesprochen. Der hat sich ein Angebot dafür geben lassen. Da sollte das 450 Euro kosten. Also sorry, aber wo wollen die denn 450 Euro dafür herholen? Also sorry, das war in einer Dreiviertelstunde erledigt. Für uns als Laien, die das noch nie gemacht haben. Also habt ihr sehr, sehr viel Geld gespart. Ich würde fast sagen 100%. Ja, auf jeden Fall eine ganze Menge. Der Kühlschrank läuft jetzt wieder einwandfrei. Wir haben keine Probleme mehr. Ja, gut. Dass so mal so ein Heizstab irgendwann durchbrennt, das kann halt nun passieren. Gut ist es. Aber es ist gut, dass man es selbst reparieren kann. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann runter damit in die Kommentare. Liked das Video. Abonniert unseren Kanal. Bleibt uns gewogen. Dann bleibt ihr noch gesund. Das ist wichtig. Ihr habt so viel getan, dass wir hoffen, dass wir euch schon bald wiedersehen beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Tschüss. Ciao, ciao.